Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema, kaufst du noch oder lebst du schon? Und wie viel ist eigentlich das Outfit unserer heutigen Gäste wert? Michael Michalski war zwar selbst noch nie Germany's Next Topmodel, aber immerhin mal Juror der Sendung. Und falls Sie das noch nicht beeindruckt, dann vielleicht seine Arbeit als Designer und Modeschöpfer für die Schönen und Reichen dieser Welt. Die Schauspielerin und Sängerin Ali Neumann kauft ihre Klamotten da, wo andere ihren alten Krempel aus dem Keller zu Geld machen wollen. Auf dem Flohmarkt. Wie und vor allem warum Ali trotzdem ein Luxusleben führt, das erzählt sie uns allen gleich. Michel Abdullahi ist Maler, Literat, Journalist und war bis 2010 Mitglied des Landesausschusses für Integration der CDU. Damit verdient man offenbar so viel Geld, dass er einfach keinen Platz mehr für Dinge hat. Der arme Mann muss sogar etwas verschenken, wenn er etwas Neues möchte. Wie es zu diesem schlimmen Zustand gekommen ist, das verrät er uns gleich. Ali, was ist für dich Luxus? Oder gönnst du dir was? Weil du stehst ja schon so für Nachhaltigkeit. Du sagst, du kaufst eigentlich nur Secondhand. Du hast eben erzählt, wie teuer war dein mega geiles Oberteil? Das hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Ja. Und der Mantel 10. Die Hose auch, glaube ich, so 10 bei Kleiderkreisel. Das ist alles Secondhand. Das ist alles Secondhand. Ich kaufe ja nur Secondhand. Und für mich ist der Luxus, mich so ein bisschen dem schlechten Gewissen entziehen zu können, das ich hätte, wenn ich an dem System teilhaben würde. Für mich ist das ein Luxus, diese Freiheit zu haben und auch mittlerweile selber zu wissen, ich brauche keine Marken, ich brauche keine neuen Produkte, ich brauche auch nicht die echten Converse oder die echten Doc Martens, sondern ist es auch okay, dass ich das Geld nicht habe? Wenn du das Geld hättest, würdest du ja wahrscheinlich trotzdem noch so leben, wie du jetzt lebst, oder? Du machst das doch aus Überzeugung, nicht aus Geldmangel. Nee, genau. Ich mache es aus Überzeugung. Ja. Es ist aus Geldmangel, glaube ich, entstanden. Wir hatten nie so viel Geld zu Hause und ich bin immer Flohmarktgängerin gewesen und habe mir auf dem Flohmarkt gekauft. Aber es gab auch Zeiten, wo ich 16, 18, 19 war, wo das Allerwichtigste für mich war irgendwie, oh, da sind jetzt coole neue Sachen in den Läden und ich brauche die auch und ich will irgendwie Teil sein meiner Peer Group und ich will in der Schule anerkannt werden und ich will jetzt auch die sein mit dem neuen Handy. Aber das Geld war auch von zu Hause aus nie da und ich bin da auch stärker rausgegangen und jetzt habe ich mich, glaube ich, erst in den letzten 2, 3 Jahren zu dem richtig widersetzen können. Und ich musste auch letztens allen Influencern entfolgen, die Fast Fashion bewerben, weil es trotzdem noch so da sitzt, dass du denkst, ich wäre jetzt so richtig geil, wenn ich diese neuen Sneakers anhätte. Ist Luxus auch etwas, dem man widerstehen muss? Oder sagt ihr, man kann auch Luxus wagen? Also sind die Deutschen zu sparsam oder sind wir? Also das ist ja sowieso erstmal die Definitionsfrage, was Luxus ist. Ja. Für den einen ist ja Luxus was anderes als für den anderen. Also für mich ist Luxus nicht unbedingt mit Geld verbunden, sondern für mich ist es eher, und da deshalb das, was die Ali macht, ist eigentlich ja auch Luxus. Sie erlaubt sich eben den Luxus, was zu haben, was niemand anderes hat. Und das macht sie ja so besonders. Und das ist eher für mich Luxus, als jetzt, weiß ich nicht, eine fette goldene Uhr oder. Hast du so keine, also teure Uhren machst du da? Also ich habe eine Uhr, die habe ich mir gekauft mit meinem allerersten Weihnachtsgeld 1995 und die trage ich jeden Tag. Und da habe ich mir auch monatelang überlegt, ob ich mir das denn leisten kann oder soll oder darf. Die hat damals 3000 Mark gekostet, also damals gab es noch Mark. Aber das ist ja nachhaltiger Luxuskauf und wenn mir die Uhr nicht irgendwann mehr wer klaut, werde ich die wahrscheinlich tragen, bis ich tot umfalle. Michel, du bist ja eigentlich jemand, der auch offen eigentlich zugibt, ich finde Luxus geil, ich finde das wichtig. Bist du ein Verschwender oder wo bist du sparsam, wo gönnst du dir was? Ich kaufe eigentlich gar nichts mehr, weil ich Angst, ich muss demnächst umziehen. Und ich habe festgestellt, dass es ganz gut ist, je weniger man hat, umso einfacher fällt dann dieser Umzug letztendlich. Und ich habe beschlossen, einfach nichts mehr zu kaufen, was ich nicht mehr brauche. Ich kaufe nur noch, wenn ich was entsorgt habe oder gespendet habe oder weggegeben habe, dann kaufe ich mir das Nächste. Du, ich habe neulich jemanden kennengelernt, der hatte eine geile Idee, der ist umgezogen und hat gesagt, der hat alle Sachen, die er nicht mehr wollte, mit einem Punkt beklebt, mit einem gelben, hat all seine Freunde eingeladen, so das nennt sich irgendwie Mitnehmen-Partys und jeder durfte das mitnehmen und er hatte den einfachsten Umzug der Welt. Also, oh, das sollte ich machen. Das ist doch eine sehr geile Idee, sehr guter oder? Tipp, ja. Kommst du vorbei, hier gibt es sehr viel zum Mitnehmen dann da. Ich komme gern. Aber das ist zum Beispiel, ich habe einen
ziemlich kleinen Kleiderschrank, das glaubt man meinem Modedesigner vielleicht gar nicht so, aber ich habe auch eine goldene Regel, für jedes Teil, was ich mir anschaffe, muss ein Teil weg. Auch weg. Ja. Und das praktiziere ich so seit circa 5 Jahren. Deshalb bin ich ja eher der Meinung, man soll was Hochwertiges kaufen, was aus hochwertigen Materialien ist, was man gegebenenfalls auch umändern kann, falls man abnimmt, falls man zunimmt, was eben praktisch eine Investition in seine Garderobe ist. Jeder Mensch hat, glaube ich, so Hosen im Schrank, in die man dann noch reinschrumpft, also die man sich so kauft mit der Hoffnung, irgendwann. Das würde ich zum Beispiel nie machen. Oder? Nee? Nee. Nee, immer nur passend. Ja, und dann so bleiben. Das trägt sich, oder wenn die dann sagt, das trägt sich noch ein, das weitet sich noch im Laden, wenn die einem das so... Das ist der Grund, warum die Leute so viel konsumieren, weil Sachen zum Teil so billig sind und die nehmen die dann eben mit und sagen, naja, vielleicht schrumpfe ich da ja noch rein oder vielleicht kommt die wieder in Mode und wenn ich sie nicht anziehe, ist ja auch egal, hat ja nur 7,99 € gekostet. Und dann liegt es da rum. Und ich bin ein großer Freund von Konsumieren und auch Luxus, aber ich finde, man soll das eben bedacht machen. Gibt's irgendwas... Ich habe nichts. Statussymbol, auf das ihr richtig geil, also wo ihr zugeben würdet. Ich habe auch kein Auto. Ich habe diese Kette, die habe ich, seit ich ein kleines Kind bin, umgehängt bekommen, als ich so war. Ich habe keine teure Uhr. Es ist genau, was Michael sagt. Es ist genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist Luxus. Also, dass man das genießen, bewusst zu genießen. Einen sehr guten Freund, der hat gesagt, Glück ist, wenn man mit Menschen, mit denen man wirklich überhaupt nichts zu tun haben will, auch wirklich nichts zu tun hat. So funktioniert das System irgendwie. Wir verdienen Geld, wir geben es wieder aus, damit jemand anders davon seinen Lohn bezahlen kann. Aber die Frage ist halt, was nehmen wir an, ich rede jetzt vom materiellen Luxus, was nehmen wir in Kauf für unsere materiellen Luxusgüter? Zahlen wir viel Geld und wollen aber sicher sein, dass es fair produziert wurde, dass es CO2-neutral produziert wurde? Oder sagen wir einfach, fuck it, this is big, I want it. Mhm. Und deswegen Luxus an sich ist nicht das Problem. Wir müssen ja wiederum Leute bezahlen, genau. Wir müssen Dienstleister bezahlen. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist, was sind die Konsequenzen? Genau. Und gehen wir jetzt statt auf Quantität, auf Qualität und sagen, okay, wir müssen uns runterfahren, wir müssen lernen zu verzichten und weniger nehmen, aber dafür bei dem weniger wissen, was bedeutet und anfangen irgendwie in der Moral des Produkts sozusagen die Schönheit zu finden. Ja, Michelle, wie viele Anzüge hast du im Schrank? Und wie viele Paar Schuhe? Alle entsorgt. Es sind noch zwei schwarze, ein offizieller schwarzer, 2 blaue und 2 graue. Und zwar, weil die irgendwann riechen. Ich kann nicht immer den gleichen Anzug anziehen auf allen Veranstaltungen. Ich muss den irgendwann mal. Nee, aber wenn ich jetzt so 3 Veranstaltungen hintereinander habe, dann ist das mal ganz gut, dass man die mal wechselt. Aber ich habe mir einfach nur die gekauft, die ich noch gut finde. Und die hängen jetzt dort. Und ich bin sehr viel glücklicher, seitdem es die wenigen sind, wo ich auch weiß, wo ich die mal her habe. Jetzt reden wir doch mal so ein bisschen auch über Verzicht und Konsumirrsinn und worauf verzichtet man und so weiter. Wie ist es denn bei dir, Ali? Kaufst du online ein oder gehst du noch in Laden? Weil man kennt es ja irgendwie, man geht in Laden, hat so ein Teil, was man total geil findet und dann heißt es aber irgendwie so, ja, also das gibt es jetzt leider nicht mehr in der Filiale, aber in Bielefeld können sie es haben. Und dann, da ist doch schon der Frust. Also shoppst du online oder gehst du ins Geschäft? Ich versuche natürlich selbst Secondhand nicht online zu kaufen, ja, wegen der Liefergeschichte. Okay. Das ist ja auch nicht besonders nachhaltig, deswegen versuche ich. Genau, wenn ich bestelle, dann immer nur zur Abholstation, weil der meiste CO2-Ausstoß, der passiert auf den letzten Kilometer. Ist das so, ja? Genau, auf den letzten Kilometer, das ist das Schlimmste tatsächlich, weil es wird immer wieder hingefahren, die Person ist nicht da und die Autos fahren durch die ganzen Wohngegenden. Also wenn ihr was bestellt, immer zur Abholstation, ihr lauft auf jeden Fall da vorbei an irgendeiner Abholstation auf dem Heimweg. Aber das heißt, Konsum macht dir in dem Sinne schon Spaß. Also du sagst dann, Flohmarkt, das ist dann etwas, wo dir Shopping oder dieses Erlebnis Freude bereitet. Total. Und auch die Geschichten, die dir irgendwie über die Kleidungsstücke erzählt werden. Ich habe auch eine andere Wertschätzung gegenüber den Sachen, wenn ich irgendwie selbst einen Bezug dazu habe und was weiß, und eine Geschichte für mich erzählt oder ich Erinnerung private damit irgendwie verbinde. Ich habe auch Secondhand. Secondhand ist in Hamburg so teuer. Wo kaufst du denn so günstig Secondhand? Wenn ich in der Schanze in so Secondhand-Läden gehe, dann kostet das alles das Hundertfache. Dinge, die ich zu Hause habe, noch aus den 90ern. Dann ziehe ich die an, mache ich ja auch. Aber ja, die Frage ist, kosten die Dinge mehr als neue Produkte, die du kaufen würdest, die fair produziert sind?
Aber die Secondhand-Sachen, die da sind, die sind auch so dermaßen null fair produziert, weil Gott weiß, was da alles drin ist noch. Aber dass hier gar fair produziert wurde. Es geht jetzt ja um zu recyceln. Es ist sogar besser als neue Dinge fair oder nachhaltig produziert. Okay, dann mache ich nur noch Schanze. Wirklich nachhaltig können wir gar nicht produzieren. Ich mache nur noch Schanze. Ich gehe nur Habt ihr denn sonst auch jetzt mal unabhängig von Klamotten so alltägliche Konsumsünden? Also, wo ihr jetzt beichten würdet, das benutze ich einfach inflationär, irgendein Gerät oder ihr fliegt zu viel oder ich weiß nicht was. Was ist deine, Michael? Also, ich begehe jeden Morgen eine Konsumsünde, indem ich in meinem Spätchen meiner Straße mir eine Schachtel Zigaretten kaufe. Da ärgere ich mich jeden Morgen drüber. Das ist eigentlich eine Konsumsünde. Das werde ich mir auch nicht mehr abgewöhnen können, glaube ich. Aber eigentlich weiß man ja, okay, es ist ungesund, kostet auch noch viel Geld und aber Freude muss ist man ja egal. Ja, klar ist es egal, sonst würde ich es ja nicht jeden Morgen machen. Hast du eine Sünde? Alkohol. Alkohol? Ja, ich habe Sorge, dass zu wenig da sein könnte. Falls was Keine passiert. Angst, ja, du kannst noch den billigen, den nimmt keiner. Den nehme ich Soll ich ihn danach, dir einpacken in eine Tupperdose? Nee, den hätte ich gerne, viel mehr von dem hier. Willst du ihn mitnehmen? Wir spielen nämlich jetzt noch was, wir wollen mal gucken, wie gut ihr euch minimalistisch, also es geht darum, wie gut können wir uns eigentlich reduzieren, weil jeder sagt immer, ja, ich brauche das alles gar nicht, aber wenn man dann doch die Qual der Wahrheit will man nämlich doch alles haben und Bequemlichkeit sieht und so weiter, man gewöhnt sich ja auch an gewisse Dinge und einen gewissen, sage ich mal, Standard oder ja gewisse Praktikabilitätssachen. Deswegen spielen wir jetzt Qual der Wahl und ihr müsst sagen, ihr habt immer die Wahl zwischen zwei Sachen und ihr müsst sagen, worauf ihr eher verzichten würdet, okay? Oh, da bin ich immer gespannt. Also. Staubsauger oder Geschirrspülmaschine? Genau. Nie wieder Staubsauger oder nie wieder Geschirrspülmaschine? Nie wieder Geschirrspülmaschine. Hä? Geschirrspülmaschine. Ich würde immer, wenn ich mich zwischen denen entscheiden müsste, einen Staubsauger behalten. Und eine Geschirrspülmaschine, koche ich eh kaum. Und die zwei Teller, die ich habe, die könnte ich zur Not auch abwaschen. Ich mache meine Maschine wahrscheinlich sowieso, glaube ich, nur einmal die Woche an. Aber ich bin so penibel das mit Staub so weißen Fusseln auf dem dunklen Boden. Das ist, finde ich, viel, viel lebenswichtiger. Nie wieder Laptop oder nie wieder Smartphone? Nie wieder Laptop. Man braucht keinen Laptop, wenn man ein Smartphone hat. Ja, stimmt. Dann will ich dein iPhone haben, weil die Musikproduktionsprogramme laufen bei mir nicht auf dem iPhone. Gar kein iPhone. Aber du sollst das ja für dich selber entscheiden. Wir müssen doch nicht als Gruppe entscheiden. Ja, Quatsch. Auf jeden Fall Laptop wegen Produktion. Ist ein iPhone Luxus? Kaufen wir uns zu viele Handys? Das neue Samsung S20 Ultra kostet 1.549 Euro. Ja, das ist, schon ziemlich Luxus dafür, dass es einmal runterfällt und dann nie wieder zu gebrauchen ist. So, ja, vor allen Dingen kaufen sich die Leute doch auch ständig neue Handys, oder? Weil das ist ein klassisches Statussymbol bei Leuten, ja? Wenn die dann die ganze Zeit damit rumrennen. Ich kenne auch ich hatte so das allererste Nokia, das hoch so 5 Kilo mit dieser Antenne, da war die Handtasche, da hat man gleich noch Armmuskeltraining gemacht, wenn man telefoniert hat. Oder erinnert ihr noch diese Knochendinger? Okay, also ihr außer Ali würde den Laptop behalten. Ich würde das Smartphone auch nehmen. Ich würde auch Smartphone. Wobei, ich schreibe ja Bücher schreiben auf dem Smartphone, Michelle, für uns beide. Ich habe meins auf dem Smartphone geschrieben. Du hast dein Smartphone. Ich habe es eingesprochen immer. Immer wenn ich irgendwo stand und warten musste, habe ich es eingesprochen. Wenn mir ein Wahnsinnsgedanke durch den Kopf ging, die dann meistens gar nicht so Wahnsinn sind, wenn man sie dann am nächsten Tag liest. Nee. Aber okay, nächste Frage hier. Nie wieder Auto oder nie wieder Flugzeug? Achso, ich sage nie wieder Stau oder nie wieder Wolken. Aber okay. Nie wieder Auto oder nie wieder Flugzeug? Ich wollte immer Pilot werden, aber meine Mutter wollte das nicht. Jetzt habe ich den viel gefährlicheren Job, weil ich was mache, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Dann wäre ich doch lieber Pilot geworden. Nie wieder Auto. Ich brauche kein Auto. Aber du musst ja dann auch irgendwie zum Flughafen kommen, ne? Okay. Oder jogge bis dorthin. Ja. Der Mond ist aber ganz schön nah. Ich glaube, Michelle ist so ein Snake. Ja, genau, total. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch lieber das Flugzeug nehmen, weil ich finde, Reisen sind A, wichtig für meinen Beruf und B, finde ich das auch unheimlich faszinierend, immer noch andere Länder zu bereisen, andere Kulturen kennenzulernen und über andere Menschen eben dadurch auch was zu lernen. Also, Auto habe ich zwar auch nicht mehr, aber ich muss ja auf Tour unterwegs sein. Deswegen auf jeden Fall Auto und Fliegen. Könntest auch Private Jet fliegen, wenn du bald ganz erfolgreich bist. Ja, Fliegen versuche ich tatsächlich ganz zu vermeiden. Ganz? Ja, also privat fliege ich nicht mehr. Ich bin jetzt letzte zwei
Flüge, die waren beruflich, die musste ich machen, damit ich meinen Vertragsverpflichtungen nachkommen kann, mhm, weil es so koordinationsmäßig nicht möglich war. Was, brauchst du eine gute Anwältin oder was? Mach dir einen besseren Vertrag. Ja, aber sonst nicht fliegen versuche ich eigentlich nicht, solange das nicht geht, auf einem Weg, bei dem ich nicht die Kulturen auch auslösche, die ich gerne sehen möchte, solange fliege ich auch nicht. Hier, nie wieder Hotel oder nie wieder Restaurant? Was für schwierige. Vor allem, was hat denn das mit Minimalismus zu tun? Naja, so ein bisschen Verzicht, Konsum, so. Naja, aber dann könnte ich ja nicht reisen, müsste ich. Wo sollte ich denn übernachten? Es geht ja auch um die Opferbereitschaft, um deine Enthaltsamkeit, um die Askese, um sozusagen die mentale Bereitschaft, etwas loszulassen. Okay, unter dem Aspekt nie wieder Hotel. Nie wieder Hotel, dann? Ja. Jemand zu finden, um übernachten kann, ist einfacher, als jemand zu finden. Findest du? Oh Gott, für dich vielleicht bei deinem Aussehen. Wie machst du das? Beim Übernachten weißt du ja, dass du ungefähr, musst jetzt eine fremde Stadt. Wir gehen nachher mal Bahnhof und sagen, nimm mich mal mit. Wollen wir das heute Abend mal testen? Können. Lieber nimm mich mal mit, als koch mir was tatsächlich. Gott weiß, wer Wer was von der uns kriegt was zu essen und wer kriegt eine Übernachtung? Wir machen jetzt noch. Kann ich bei mitmachen. Der Runde mal aussetzen? Ja, natürlich. Ich nehme beides. Beides, sehr gut. Du musst auch ja beides. Ja, ich muss auch beides nehmen. Ich nehme sonst das Hotel, weil da kann ich am Notfall auch drin essen jetzt, oder? Es gibt auch ein schönes Zitat von Wolfgang Job, der sagt, früher war es selbstverständlich, dass nicht alle alles haben und konsumieren können. Der Mangel machte uns kreativ. Ist es so ein bisschen so, dass der Überfluss oder Überdruss dafür sorgt, dass wir einfallsloser werden? Glaube ich schon. Auch wie Leute sich anziehen. Jeder möchte ja individuell sein, was ja toll ist. Und Fast Fashion-Ketten haben ja, muss man ja ganz ehrlich auch sagen, als es anfing, haben ja vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, auch Modetrends zu folgen, ohne teure Designersachen zu kaufen. Dann ist es ja leider aus dem Ruder gelaufen. Und heute ist ja wirklich alles available, egal wo du wohnst, weil du es dir eben im Internet bestellen kannst oder eben, wenn du shoppen gehst, es eben überall gleich ist und du dadurch ja gar nicht mehr individuelle bist. Wie ist es denn jetzt aber, also als Popstar, aber kann man überhaupt minimalistisch leben, wenn man so, also wie machst du das auf Tour, was weiß ich, bei Festivals und so, da wird mega viel Müll produziert. Also wie kann man sozusagen in so einer Welt dafür sorgen, hast du Fans, die dich nachahmen, die sagen, ich mache auch nur Secondhand. Also wie geht das als Popstar? Also wie Adorno schon eins sagte, es gibt leider nichts Gutes im Bösen. Und ich als Künstlerin, die auf Festivals spielt, die haben Benzingeneratoren, bis zum geht nicht mehr stehen die meisten, wie man weiß. Und auch als Schauspielerin habe ich natürlich die gleichen Probleme. Also ich bemühe mich da mit einem CO2-Ausgleich, den ich privat zahle auf Seiten. Den kann man ja auch für seine Flüge privat zahlen. Aber ich kann da Sachen besser machen. Also zum Beispiel bei mir ist die Ansage, wer mit mir auf Tour unterwegs ist, der ist vegan, weil damit können wir extrem viel einsparen. Okay, aber du sagst sozusagen zu deinem Team dann, ihr müsst euch jetzt vegan ernähren und die machen auch alle Nein, mit. Nein, niemand muss irgendwas, man fährt freiwillig bei mir mit. Das haben wir klar gemacht. Und die mit, okay. Aber genau. Die mitfahren, also du versuchst schon, die Leute dazu zu animieren, dass sie irgendwie auf Fleisch verzichten und weiß auf nicht. Milchprodukte, wir haben alle Thermosbecher dabei, wir haben alle Brotdosen dabei, wir nehmen alle die Reste aus dem Catering mit und packen die Brotdosen, essen die am Fahrt auf den nächsten Tag. Aber trotzdem fahre ich natürlich auch immer in einem Tourbus. Es ist, glaube ich, vermessen zu denken, wir können alle alles auf einmal tun, aber jeder kann immer an seinen Schrauben drehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe heute, ehrlich gesagt, wirklich einiges gelernt über Konsum, über Verzicht, wie man damit umgeht, wie man selber auch irgendwie die richtigen Sachen, wo man ansetzen kann. Ich fand es sehr, sehr schön. Denken Sie immer dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit. Ich freue mich drauf. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.